Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, der Mongo vom Kanal Mongo Medial und ich wollte euch fragen, wie es euch geht, weil mir geht's super und ich möchte euch heute mal was ganz Besonderes vorstellen, nämlich einen sogenannten Troll. Also es ist eigentlich ein Hasstroll. Und davon möchte ich warnen und das lehne ich ab. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, warum dieser Account ein sogenannter Hasstroll-Account ist. Also als erstes hat er hier, oh, mein Mauszeiger wird nicht abgefilmt, aber er hat offensichtlich ein Bild von Till Lindemann mit Frauenhaaren, also er unterstellt quasi, er bezichtigt den Till Lindemann des Trans. Ja, und das ist schon mal das Erste, weswegen ich hier analysieren kann, dass das ein Troll-Account ist. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt darum, dass hier eine Band gehatet wird und ich bin großer Fan und hier sehen wir schon den Prokakotonisten von die Band. Das ist der Mark Ziegler, einer der größten, ja, geistigen Eliten und Schöpfer von der Band Seelennacht. Falls ihr Seelennacht noch nicht gehört habt, ich schnipsel hier euch mal was rein. Also, wenn das nicht eine fantastische, sonore, emotionale Stimme ist, die euch samtweich in den Himmel hebt, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was dieser Kanal hier alles für miese Dreckigkeiten über die Band Seelennacht verbreitet. Und ich prangere das an. Und ich möchte, dass ihr jetzt unter dem Video, da ist mein Linktree zu meinem Twitter-Kanal, und dass ihr dem jetzt mal folgt und dann werden wir gegen diesen Tesser vorgehen. So, hier, guckt euch das an. Seelennacht. Mama, können wir Mark Ziegler holen? Wir haben Mark Ziegler zu Hause und wir sehen eindeutig, das ist nicht Mark Ziegler. Also hier werden falsche Tatsachen verbreitet. Und das prangere ich an. Und hier werden sogenannte Troll-Chat-Verläufe produziert, wo Leute, harmlose Leute, unter anderem auch ich, hinter das Licht geführt werden. Und zwar, und da werde ich Akrobat. Ja. Da werde ich Akrobat. Also dieser Twitter-Handle @Mann aus Code bitte nicht mehr folgen. Ja, ich fordere euch auf, die zu abonnieren. Denn hier seht ihr ganz klar, der Opfer des Spots ist dieser gut aussehende Mann, der auch direkt von schwarz getaufte Tessa bedroht wird. Mit Bildern, auf denen er mit sich selbst Schach spielt. Und wir wissen alle, dass Mark Ziegler nicht in der Lage ist, gegen sich selber Schach zu spielen. Unter anderem wird auf diesem Kanal auch noch Körperverletzung propagiert. Hier
mit heißen Tüten. Das Bulldog und da unten, doch, da ist ja jetzt meine Maus doch, Hot Chicken Flavor Ram. Also das heißt, heißes Huhn, Lavur, ne, und alles so eingerahmt. Also das ist quasi hier, dieses Gericht ist eingerahmt mit heißem Chicken, so. Und ja, also bitte diesen Account melden. Hier, nächstes Bild, ja, das ist auch Marc Ziegler, der Kopf und das Herz, die Stimme und das Hirn hinter Sillnacht. Und das prangere ich an. Das prangere ich an. Hier im nächsten Bild wieder Marc Ziegler in seinem Bühnenoutfit und ein Leihmusiker namens Haarische Klaus, glaube ich. Und dieser Haarische Klaus wird bezichtigt, dass diese Bühnenaccessoires und Teufelshörner, dass die wohl beim EMP als gratis Goodie dabei gewesen wären. Also seht euch das an, das prangere ich an. Auch hier Maurice Weber, die Stimme der Vernunft, ja, wird hier angegriffen und dem öffentlichen Spott ausgesetzt, weil Maurice Weber der Meinung ist, er als Computer-Kinderspiele-Journalist könnte im Internet Meinungen über Politik verbreiten. Das ist richtig. Denn auch Maurice Jäger ist ein sogenannter Journalist und als Journalist darf er das machen, weil er hat ja eine Meinung und die ist journalistisch auf jeden Fall rechtschreibtechnisch einwandfrei. Und deswegen sollte auch wie jeder andere den schwarz getauften Tessa blockieren. So. Und hier zum Schluss zeige ich euch noch, dass nicht nur Seelennacht verarscht wird von diesem schwarz gebrauten Tessa, sondern auch hier diese tolle Band, die ich jetzt mal kurz einspiele für euch. Diese Bands machen anständige schwarze Musik für Gothic-Fans, genau wie mich. Und ich sag mal so, Piranha Bytes hat einfach das beste Spiel rausgebracht. Und da muss sich jetzt nicht drüber lustig gemacht werden. Wir hören kurz rein. Da wird mitgeklatscht, ihr seht das, es wird animiert, dass die Leute mitklatschen. So, und über solche anständigen Bands wird sich hier lustig gemacht. Ich weiß, ihr werdet das vielleicht nicht verstehen, warum ich mich hier so aufrege, aber hier schon wieder Marc Ziegler. Dieses Mal ist er offensichtlich dabei, einen Apfelkorn zu trinken und zieht an einen sogenannten Zigarettenstäbchen. Und das wird hämisch mit der Überschrift "Lecker Kaffee rauchen" kommentiert. Ich sehe da ein Muster und an dieser Stelle sage ich Tschüss. Auch diese Band hier, ja, ihr seht schon die Dynamik auf der Bühne, da ist einfach Action,
Da ist Gaudi, da steht das Zelt auf den Bierbänken und zwar. Und diese Leute werden hier durch den Dreck gezogen. Gut. An der Stelle beende ich das Video mit dem skeptischen Blick vom Mark Ziegler, dem Hirn hinter Seelener. Und ich möchte euch an die Stelle sagen, ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendjemand interessiert. Schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch interessiert. Und aufgrund dieser Kommentare ist mir scheißegal, was ihr dazu sagt. Und ansonsten viel Spaß weiter auf Kanal Mongo Medial. Und los geht's! Mit dem Ende vom Video, und das sagt nur euer origineller Mongo vom Kanal Mongo Medial. Ciao.